Willkommen bei Anders Betrachtet, dem neuen Podcast-Format auf meinem YouTube-Kanal von Theoretisch. Und ich will in diesem Format über aktuelle Geschehnisse und Ereignisse sprechen, aber immer versuchen, noch ein bisschen andere Blickweise und einen anderen Aspekt mit einfließen zu lassen, um da noch ein bisschen Varianz und vielleicht auch noch einen anderen Blickwinkel auf manche Sachen zu bekommen. Das Ganze wird dann zwei wöchentlich erscheinen. Dazwischen gibt es dann immer neue Dokus und Informationsbeiträge auf meinem Kanal. Das findet also dann immer im Wechsel statt. Also abonnieren jetzt theoretisch auf YouTube. Ich würde mich sehr freuen und ihr kriegt dann, wie gesagt, jede Woche einen anderen interessanten Podcast oder eine Doku zu sehen. Jetzt kommen wir zum ersten Thema und ich weiß, wir sind alle froh, wenn wir dieses Jahr 2021 abschließen können, wenn wir es hinter uns lassen und vielleicht auch vergessen können. Aber ich habe trotzdem mal was mitgebracht vom Ende des letzten Jahres, das mich sehr amüsiert hat und wo ich dringend Redebedarf habe. Und zwar das hier, der Post von Markus Söder auf Facebook vom 29. Dezember 2021. Ja, man sieht ihn hier grinzend mit einem Teller voller Bratwürste. Um korrekt zu sein sind das, glaube ich, Nürnberger Würstchen, also die kleinen. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ähm, man sieht ihn hier auf jeden Fall so freudestrahlend, als ob er gerade über die Impfpflicht sprechen würde. Ähm, und er schreibt dazu einen sehr interessanten Text. Ähm, der erste Satz lautet, die Bundesregierung ist nicht dazu da, den Menschen vorzuschreiben, was oder wie viel sie essen oder wie sie sprachlich gendern sollen. Was für ein schöner Satz vom Ministerpräsidenten Bayerns. Übrigens demselben Ministerpräsidenten, dem es nicht schnell genug mit einer Impfpflicht gehen kann. Also, man sieht hier, das Thema Liberalismus legt er so aus, wie er es gerade braucht. Dahin kommen wir aber noch. Das ist mein, mein zweiter großer Punkt. Ich will jetzt auf zwei Aspekte eingehen. Der erste Aspekt hier, den ich aber beleuchten müsse, ist der gesundheitliche. Man muss sich da mal vor Augen führen. Wir leben jetzt seit 18 Monaten in der größten Pandemie, in der Viruspandemie der Menschheitsgeschichte seit, ich sag vielleicht mal seit 500 Jahren. Das ist eine der größten Herausforderungen der Menschheitsgeschichte. Und wir müssen gerade alles daran setzen, unsere gesamte gesellschaftliche Energie fließt gerade dahin, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Und jetzt stellt sich der Ministerpräsident von Bayern hin und sagt: "Hey Leute, fresst doch gerne mal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Würstchen in euch hinein. Das ist gar kein Problem, das ist eine super Sache." Ich finde, das spiegelt so gut wider, wie krank die Gesellschaft ist oder zumindest, was für ein gestörtes Verhältnis wir zur Gesundheit inzwischen haben. Wir reden so viel über die Impfungen, über mRNA Impfungen, wir reden darüber, welche Antikörperpille es jetzt von BioNTech gibt. Das ist der geilste heiße Scheiß. Aber was man eigentlich für das Immunsystem machen könnte und vielleicht in dieser Situation sogar machen müsste. Darüber wird gar nicht debattiert. Das wird sogar totgeschwiegen und es wird sogar, und das werde ich hier noch ausführen, das Gegenteil gemacht. Das heißt, man treibt die Leute dazu, ihr Gesundheitssystem abzurocken, abzubauen, damit das Virus noch leichteres Spiel hat. Und das ist doch eine fatale Situation angesichts dieser sehr angespannten pandemischen Lage. Ähm, ich will ja nicht das Wort Diabetesleugner in den, in den Mund nehmen, aber naja, was ist das denn sonst? Und man muss sich mal vor Augen führen, wenn man sich jeden Tag zehn solche Würstchen reinschiebt, und ich schätze mal, Markus Söder macht das nicht, aber hier hat er doch eine Vorbildfunktion in seinem öffentlichen Post, ähm, und wenn man sich solche zehn solche Würstchen reinschiebt, dann ist doch sowas wie Diabetes vorprogrammiert. Und Diabetes, das ist eine der größten Belastungen für unser Gesundheitssystem. Das muss man sich klar machen. Und der Auslöser für Diabetes ist nicht mal, dass man sich die ganze Zeit Süßigkeiten in sich hineinstopft, sondern eben zu fettiges Essen. Das kann man auf diabetesdeutschland.de nachlesen. Da heißt das in einem Interview mit Dr. Monika Töller, der Leiterin des Bereichs Ernährung und Schulung vom Deutschen Diabeteszentrum an der Universität Düsseldorf, Auslöser des Typs 2 Diabetes ist oft zu fetthaltige Kost. Dabei vergessen viele, dass auch Schokolade und Gebäck Fett enthalten. Ein Gramm Zucker hat vier Kalorien, ein Gramm Fett hat mehr als das Doppelte, nämlich neun. Fett ist der schlimmste Übeltäter. Und das sind zehn Bratwürstchen natürlich. Ja, eine, eine Kalorienbombe und eine Fettbombe, die dein ganzes Immunsystem durcheinander bringen kann und ein Auslöser für Typ-2-Diabetes sein kann. Und das hat dann nicht nur fatale Folgen für die ganz individuelle Gesundheit, das hat dann auch eine fatale gesellschaftliche Dimension, wie man hier auf Springer Medizin nachlesen kann. Da gibt es nämlich eine Studie aus dem Jahr 2019, da wird geschätzt, dass rund 30 Milliarden Euro. In dem deutschen Gesundheitssystem allein für Typ 2-Diabetes drauf geht. Eine enorme Belastung für unser Gesundheitssystem. Und das macht doch deutlich, wir reden so viel über dieses SARS-CoV-2-Virus. Ne? Es gibt keine 20 Minuten, wo man nicht die neuesten Inzidenzzahlen nachlesen oder hören kann. Es wird immer wieder betont, wie angespannt die Lage auf den Intensivstationen und in den Krankenhäusern allgemein ist aber dann sowas die Leute quasi in die Diabetes zu treiben und da ist dieser Post von Markus Söder nur ein Symbolbild es geht noch weitaus schlimmer wie wir in der Corona Pandemie gesehen haben und da ist mein absolutes Hassbeispiel dieses Video hier also fassen wir alle unseren Mut zusammen und taten was von uns erwartet wurde das einzig richtige wir taten nichts absolut gar nichts. Waren faul wie die Waschbären. Tag und Nächte lang blieben wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Also, das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Ein Video vom Gesundheitsministerium der deutschen Bundesregierung gibt ein Video heraus, was junge Menschen zeigt, die nichts anderes tun, als zu Hause auf ihrem allerwertesten zu sitzen oder zu liegen. Und nichts anderes machen, als Chips in sich hineinzufressen und anscheinend Cola in sich hineinsaufen. Zu Zumindest die rote Dose sieht danach aus. Ich muss sagen, für mich, und ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ist das vielleicht eine Anstiftung zum Selbstmord? Ich meine, wir haben die schlimmste Viruspandemie der letzten Jahre oder vielleicht sogar der letzten Jahrhunderte. Und die Wissenschaft weiß inzwischen, was... Gegen eine Virusinfektion erstmal hilft, ist viel Vitamin D, also viel an der frischen Luft, viel Sonne tanken, Vitamin C, ausgewogene Ernährung, Bewegung, gesundes Immunsystem. Und hier kommt ein Video des Gesundheitsministeriums, das genau diese Parameter alle nach unten drockt: keine Bewegung, nicht an die frische Luft und auch noch schlechte Ernährung wenigstens könnte der, der junge Mann ja ein Smoothie in sich hineinschütten. Das wäre ja wenigstens was anderes. Aber Smoothies sind ja auch so ein Thema. Und das letzte Bild ist dann natürlich dann auch noch, wie seine wahrscheinlich Freundin hereinkommt mit zwei Fertigpizzen in der Hand. Super. Und so sieht Gesundheitsprävention im modernen Deutschland aus, wenn es darum geht, eine der schlimmsten Virusinfektionen zu bekämpfen. Das ist so krank. Das ist. Das ist wirklich, Leute, überlegt euch mal, wir verunklimpfen Leute, weil sie sich nicht impfen lassen, weil man ihnen vorwirft, sie seien unsolidarisch, weil sie sich nicht mit diesem seit fünf Monaten getesteten Impfstoff testen lassen wollen. Aber Leute, die die ganze Zeit auf dem Sofa sitzen, Chips in sich hineinfressen, sich wahrscheinlich Diabetes anlachen, vielleicht noch rauchen und vielleicht noch Lungenkrebs bekommen, die feiern wir, weil sie so gut für das Gesundheitssystem angeblich sind. Und, und da muss sich doch jeder mal bewusst machen, was das für eine paradoxe Situation ist, in der wir leben. Gut höre ich jetzt vielleicht einige Kritiker sagen, das ist ja alles Hokuspokus mit, mit diesem Vitamin, das hilft ja gar nicht und so. Aber hey, also man weiß erstmal, dass Vitamin C auch hochdosiert nicht besonders schädlich ist, wenn es überhaupt Schaden anrichten kann. Eigentlich wird das überschüssige Vitamin C ja nur ausgeschüttet. Da kann eigentlich nicht viel passieren. Und in der Medizin ist das doch durchaus ein sehr verbreiteter Ansatz, Vitamin C bei Grippeinfektionen zum Beispiel hochdosiert zu spritzen. Oder auch zum Beispiel bei Operationen therapiebegleitend äh, zu verabreichen. So zum Beispiel auch in der Swiss BioHealth Clinic. Ähm, das ist eine der führenden Kliniken weltweit für biologische Medizin und Zahnmedizin. Und sie schützt ihre Patienten seit vielen Jahren therapiebegleitend vor und nach großen chirurgischen Eingriffen mit hochdosierten Vitamin-C-Infusionen und mit hochdosierten Gaben von Vitamin D3 und dessen Kofaktoren. Und dann schreibt man eben noch weiter, auch bei Covid-19 könnte das auch ein Ansatz sein. Und ich meine, wenn man schon weiß, dass Vitamin C und Vitamin D3 allgemein gegen Virusinfektionen hilft, dann wäre es ja absolut lächerlich anzunehmen, dass es, dass es gerade bei dieser SARS-CoV-2-Infektion nicht helfen würde. Und deswegen ist gerade Vitamin C und Vitamin D so entscheidend wichtig, aber auch die ganzen anderen Nährstoffe, Kalzium, Kalium, Eisen und so weiter, wie sie alle heißen. Und darüber hätte man doch mal im Zuge dieser Pandemie aufklären müssen. Da hätte man doch mal zeigen müssen, wie wichtig das ist. Man müsste doch mal den Menschen helfen, dass sie ihr Immunsystem wieder auf Vordermann bringen. Und ich sage jetzt nicht, dass das auf jeden Fall schützt im Individualfall. Aber uns geht es doch darum, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Und das heißt, jeden schweren Verlauf, den ich erst einmal verhindere, ist ein guter und wenn ich einen schweren Verlauf dadurch verhindern kann, dass ich die Leute dazu bringe, dass sie Vitamin C nehmen, dass sie Vitamin D nehmen, dann ist das doch gut. Es ist A sehr günstig, weil das Zeug kostet wirklich nicht viel. Es ist B eigentlich nebenwirkungsfrei und C ist es so oder so gut, auch wenn der Mensch jetzt nicht mit einer SARS-CoV-2 Infektion in, in Berührung kommt, ist es trotzdem sehr gut für das Gesundheitssystem, wenn er etwas für seine Gesundheit tut. Also das wären alles die Faktoren, weshalb ich sage, diese Richtung hätte man nur noch in den letzten 18 Monaten gehen müssen. Man hätte schauen müssen, dass man das Volk wieder fit bekommt, dass man, dass es sich a wieder gut ernährt, dass es schaut, dass es die ganzen Vitamine zu sich nimmt, dass es rausgeht und dass es sich bewegt. Und was machen wir? Ja, genau, wir machen diesen Blödsinn und sorgen natürlich dafür, dass das Virus leichtes Spiel hat. Bis, naja, bis dann natürlich die Impfung kommt. Oder kam. Man muss sich natürlich auch bewusst machen, dieses Video ist aus dem, aus dem November 2020, da war die Impfung noch ein bisschen weit entfernt. Und trotzdem hat man solche Videos gemacht, obwohl die Menschen damals noch keinen Schutz hatten gegen eine Virusinfektion als eben ihr natürliches Immunsystem. Und mit solchen Kampagnen wird das eben abgebaut und abgerockt. Also regelrecht abgemäht. Und damit wir uns jetzt hier nicht missverstehen. Ich gönne jedem seine Bratwurst. Jeder kann meinetwegen essen, was er möchte. Aber wir sind ja in einer Situation, wo wir kurz vor der Einführung einer Impfpflicht sprechen. Und so etwas muss doch die Ultima Ratio sein. Also das kann man doch nur als allerletztes Mittel einführen, die Menschen dazu zu verpflichten, so eine Impfung mit sich machen zu lassen und das in einer wie auch immer gearteten Periode. Also die Debatte ist ja gerade neun, sechs oder alle drei Monate. Und wäre es dann nicht sinnvoll, auch aus dem liberalen Aspekt, dass man alle anderen Möglichkeiten erst einmal vorher ausschöpft und dazu gehört eben auch die Menschen dazu zu bewegen, mit freiwilligen Mitteln sich gesund zu ernähren, viel zu bewegen und ihr Immunsystem aufzubauen, damit man dann eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindern kann. Das wäre doch das Mittel, was man erst ausschöpfen müsste, bevor man dann über eine verpflichtende Impfung sprechen kann. Und das verstehe ich nicht, dass das gar nicht gemacht wurde, sondern dass man eigentlich, und so habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass man das Gegenteil gemacht hat, man hat die Leute dazu bewegt, ihr Immunsystem total verkümmern zu lassen. Und das will mir einfach nicht einleuchten. Und das war der erste Punkt, weswegen ich dachte, Gott, dieser Post, der hat so eine dermaßen Realitätsverzerrung in sich, das ist kaum noch zu fassen. Aber der zweite Punkt, und das soll so ein bisschen Hauptthema dieses Videos sein, führt mich zu meiner Hauptthese und zwar dass wir zu einem Zeitalter des Kollektivismus zulaufen oder vielleicht sogar zu rennen. Und da spielt ja auch die Frage eine gewisse Rolle, wie liberal ist denn unsere Gesellschaft? Und da können wir uns ja mal angucken, für wie liberal hält sich denn ein Herr Markus Söder? Aus diesem Post liest man heraus, dass er sich selber für wahnsinnig liberal und freigeistig hält. Ne? Wenn er sagt, die Bundesregierung ist nicht dazu da, den Menschen vorzuschreiben, was oder wie viel sie essen sollen. Wie gesagt, eine Impfpflicht, Herr Söder, die wollen sie ganz unbedingt. Die brauchen sie jetzt ganz schnell. Also, was sie essen sollen, das darf der Staat nicht sagen. Aber was sie sich in den Arm spritzen müssen, dafür ist der Staat verantwortlich. Das ist so wirr. Ich, das, das kann ich gar nicht verstehen. Aber er geht hier sogar noch einen Schritt weiter, denn er spricht sich ja eigentlich schon indirekt für Verbote aus. Denn weiter heißt es hier in dem Post, der Landwirtschaftsminister setzt auf weniger Tierhaltung unserer Bauern und dafür auf mehr Cannabisanbau in Deutschland. So, jetzt kann man natürlich auch sagen, die CSU hat natürlich in den letzten Jahrzehnten auch ein Cannabisverbot mitgetragen, wenn nicht sogar eingeführt, das weiß ich jetzt gar nicht mehr in der Geschichte. Das heißt, die Bundesregierung darf nicht vorschreiben, was wir essen sollen. Wenn wir das Zehnfache von Zucker in uns hineinstopfen, was die WHO empfiehlt, oder das Zehnfache an Fett, was die WHO empfiehlt, dann ist das unsere Sache. Aber wenn wir eine Tüte Cannabis rauchen, ja, dann muss das dringend verboten werden, weil das geht ja gar nicht. So freigeistig ist ja Markus Söder. Echt. Es ist fantastisch, weil es zeigt doch hier so ein bisschen. Dass wir eigentlich nur noch eine Ideologie in Deutschland haben, um das ein bisschen auszuführen. Ich denke, es gibt aktuell so zwei große Richtungen in Deutschland, die sich gerade so wieder ein bisschen auftun. Das eine ist die progressive Richtung, die sagt, wir müssen an, wir müssen jetzt alles für den Klimaschutz tun. Pipapur. Progressiv, wir wissen alle, was das bedeutet. Auf der anderen Seite gibt es dann die Konservativen, die sagen, nein, stopp, wir müssen alles so erhalten, wie es ist. Wir brauchen keine zu starke Energiewende, wir brauchen dies und das nicht. Ähm, so wie es doch aktuell ist, ist doch eigentlich alles ganz gut. Progressiv und konservativ, das gibt es natürlich in der Skala von stärker und schwächer ausgeprägt. Allerdings, für mich ist das wie gesagt nur eine Ideologie, denn beides ist eigentlich nur eine Seite derselben Münze, und zwar der Verbotsideologie oder der kollektivistischen Ideologie. Denn bei beiden sagt uns der Staat, ihr müsst euch impfen lassen. Ihr dürft dies oder das nicht konsumieren, Ausgangssperren sind okay und so weiter und so fort. Es sind einfach nur verschiedene Sachen, was die Parteien uns verbieten oder erlauben wollen. Es ist aber nie der Gedanke dahinter, was darf der Staat eigentlich? Darf der Staat uns vorschreiben, was wir uns in den Arm jagen? Darf der Staat uns sagen, was wir rauchen, was wir essen sollen? Das ist gar nicht das Thema. Was darf der Staat ist nicht die Frage, sondern es geht nur darum, was genau darf der Staat erlauben und verbieten. Deswegen, es sind zwei Seiten derselben Medaille, ob konservativ oder progressiv. Ich finde, die nehmen sich gerade aktuell nicht viel. Beide vertreten so die Position des Kollektivismus. Das hat sich so beschleunigt durch die ganze Corona-Pandemie und das wird sich auch weiter beschleunigen, wenn man jetzt dieselben Elemente hernimmt, dieselben Maßnahmen, wie man sie bei der Corona-Pandemie genommen hat und dann auf das Klima übertragen wird. Ich glaube, in Delhi gab es ja schon den ersten Klima Lockdown. bin gespannt, wie lange das dauert, bis wir sowas in Deutschland sehen. Und dann werden die Konservativen auch sagen: Oh das geht ja gar nicht, Klima Lockdown. Aber die werden uns andere Sachen verbieten wollen. Denn diese Vorstellung, dass der Staat nur begrenzte Zugriffsmöglichkeiten hat, die sind in unserem System total abhanden gekommen. Es gibt da zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel aus Schweden. Dort gab es keine Regulierungen während der Corona-Pandemie für Kontaktbeschränkungen in Privathaushalten. Und warum nicht? Weil laut schwedischem Gesetz der Staat gar keine Zugriffsmöglichkeiten darauf hat, was man in seinem Haushalt macht. Das geht den Staat nichts an. Nada. Das heißt, es war vollkommen ausgeschlossen, dass der Staat dort irgendwelche Kontaktbeschränkungen erlasst, weil das außerhalb der Zugriffsmöglichkeiten ist. Und diese Perspektive, die ist uns so abhanden gekommen. Jetzt heißt es wirklich, ein starkes Beispiel war ja zum Beispiel auch das Böllerverbot, was vollkommen hirnrissig ist. Aus einem liberalen Aspekt. Ich, ich selber böller auch nicht gerne, ich finde böllern blöd. Aber viele haben natürlich jetzt argumentiert, naja, das böllern ist ja eh wegen der Infektionsgefahr. Und dann kamen aber natürlich viele dazu, die gesagt haben, naja, aber es verbreitet auch so viel Müll und für die Tiere ist es auch nicht gut und so weiter. Und das sind ja auch alles gute Gründe. Aber es zeigt ja trotzdem, wie der Staat sich jetzt auch anmaßt, den Leuten zu verbieten, in das neue Jahr zu feiern und zu böllern. Also da ist schon wieder so eine, wie eine Krake, ne, Hobbs würde sagen, wie ein Leviathan, der sich ausbreitet und den Menschen immer mehr verbietet und immer mehr sich einverleibt. Ähm, deswegen, ich glaube, wir steuern auf ein zeitalter des Kollektivismus zu. Ich bin da guter Hoffnung, denn es gibt ja immer so Pendeleffekte in der Geschichte. Ähm, vielleicht spielt sich das irgendwann wieder zurück. Aber aktuell sehe ich eigentlich vollen Kurs auf Kollektivismus. Und dieser Zeitgeist ist so stark, dass die Leute, die da aktuell die Politik machen, das auch gar nicht richtig checken, was sie dort sagen. Ein Markus Hüder wird solche reflektierten Gedanken dazu nicht haben. Der sagt einfach, Rauchen ist schlecht, deswegen verbiete ich das denen. Aber ich, ver ich erlaube jedem Bratwurst zu essen, deswegen bin ich so ein liberaler Mensch. Und ich glaube, dass die Politiker, die das Ganze beschließen, auch gar nicht so richtig checken, was sie da eigentlich tun. Und ich würde ihnen da auch gar keinen zu großen Vorwurf machen. Denn sie kommen eigentlich nur einem gewissen Zeitgeist hinterher. Die Medien wollen ja, dass man die Menschen geradezu erzieht. Auch das kann man ja im Journalismus sehr gut beobachten, dass es dort gar nicht mehr um Aufklärung, um Darlegung der Fakten geht, sondern die Medien, die Journalisten, die haben einen gewissen Erziehungsanspruch entwickelt. Und das macht die Politik eigentlich nur nach. Wenn ein Markus Söder oder ein Winfried Kretschmann sagen, man muss jetzt die Zügel enger ziehen. Das sagt ja schon so ein bisschen aus, was man da für so ein Menschenbild und vor allem ein Bild für als Regierender über die eigenen Bürgerinnen und Bürger hat. Ähm, aber wie gesagt, die Politik macht das den Medien nach. Ähm, und es gibt natürlich auch viele Menschen, die da nicht nur mitziehen, sondern die das ja auch wollen. Vor allem im progressiven Lager gibt es ja immer mehr Menschen, die sagen, ja, wir brauchen jetzt ein Böllerverbot, wir brauchen jetzt mehr Klimagesetze, wir brauchen dies und das. Also man merkt immer mehr, dass der kollektivistische Zeitgeist immer mehr Einzug hält und immer weniger die Frage gestellt wird, was ist denn eigentlich mit der Eigenverantwortung der Bürger? Warum sollte der Staat überhaupt hier oder dort eingreifen? Stattdessen wird die Frage gestellt, warum greift der Staat da nicht endlich ein? Und diese Frage wird immer stärker und damit auch der kollektivistische Zeitgeist. So zumindest meine These. Das war die erste Folge von Anders Betrachtet. Ich freue mich, dass ich so ein bisschen meine Gedanken preisgeben konnte zu dem Tweet von Markus Söder. Wirklich für mich eine große Realitätsverzerrung, die in seinem Kopf und in vielen Köpfen und vielleicht in der gesamten Gesellschaft stattgefunden hat. Danke, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, das wird jetzt ein regelmäßiges Format, anders betrachtet, auf meinem YouTube-Kanal von Tiloretisch. Dort gibt es dann auch jede zweite Woche eine interessante Doku zu geschichtlichen, politischen Ereignissen. Also gerne abonnieren, gerne auch die Glocke drücken das ist immer ganz wichtig zu sagen. Und dann hören wir uns bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf eure Likes, auf eure Dislikes natürlich auch, dass sie ja niemand mehr sehen kann. Und natürlich auf eure Kommentare. Ciao, bis zum nächsten Mal.